So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Craft Attack 3, Folge Nummer 22. Und heute habe ich die Folgennummer richtig. Wir sitzen hier auf unserer kleinen Insel fest und uns geht das Essen aus. Wir wissen nicht, wo wir hin sollen. Wir sind am Verhungern. Da vorne ist Atlantis. Aber zum Glück hat der liebe Zinus, lange bevor ich aufgenommen habe, wie ich dieses Ding hier geradet habe, die Koordinaten in den Chat gepostet, wo das Portal denn ist, beziehungsweise dieses Dorf, von dem ich weggefahren bin. Und da fahren wir jetzt einfach mal hin. Easy as that. So, und da sind wir auch schon. Im Dörfchen. Im kleinen, schönen Dörfchen. Ups, ich habe F8 noch an. Ich habe ein bisschen gespielt gerade. So, und ja, hier gibt es ja. Also, das ist dieses Dorf, wo der Manning Village war. Der erste, den wir damals gefunden haben. Der ist mittlerweile aber schon weg. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Kein Plan. Auf jeden Fall, da vorne war das andere Atlantis. Also, da unten ist es. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich kann nicht ranzoomen. Ich werde im Video ranzoomen wahrscheinlich. Und ja, wir müssen jetzt noch irgendwie durch den Nether kommen. Mit dem bisschen Essen, was uns noch überbleibt. Aber ich glaube fest daran, dass wir das packen. So, und wir haben es tatsächlich geschafft, hier rauszukommen, ohne zu verhungern. Mit zwei Kartoffeln kommen wir in die Overworld. Mal schauen. Ich muss nur bis zu Simon kommen, danach kann ich nach Hause fliegen, ohne jeglichen Hunger zu verbrauchen. Oh, guck mal hier. Ein Riesenrad. Wow, wer hat das gebaut? Das wäre sicher Felix. Das sieht echt cool aus. Nice. So, ich kann jetzt schon fliegen eigentlich, ne? Ab nach Hause. So, und das ist meine letzte Kartoffel. Jetzt habe ich kein Food mehr. Ich habe noch meinen goldenen Apfel, aber das war es dann auch schon. Aber den will ich auch nicht futtern, ehrlich gesagt. Das heißt, wir müssen es jetzt so schaffen, aber wir sind eh gleich da. Was steht hier dann? Aha. Okay. Spannend. Wir sind wieder zurück. Und das allererste, was ich machen werde, ist, glaube ich, schlafen gehen, bevor es Tag wird, damit der Regen weg ist. Und es sieht so cool aus, wie man jetzt schläft. Das ist echt nice. So, wir machen uns hier nochmal eine neue Double Chest. Wo mal alles zu diesem Abenteuer jetzt herankommt. So, für Essen sollte dann auch wieder gesorgt sein. Ich habe ja ein Unbreaking 3 Buch gefunden. Das habt ihr gar nicht gesehen. Das war auch im Stream. Da habe ich diese drei Bücher in der Pyramide gefunden. Genauso wie, ich glaube, den Sattel, die Iron Horse Armor und das, ja, war es in etwa so grob. Und auf jeden Fall, ich will wissen, wie viel das kosten würde, das Unbreaking 3 Buch auf meine Schuhe zu machen, weil dann habe ich die ultimativen Schuhe. 10 Level machen wir. Und das sind die besten Schuhe, die man haben kann. Was ihr außerdem noch nicht gesehen habt, wir haben das Ding hier um einiges verbessert. Das habe ich auch im Stream gebaut, nämlich. Und zwar haben wir jetzt hier zwei Schalter. Und hier unten eben das ganze Zeug, was hier reinkommt, das Weizen. Ich sollte das. Das kann ich auch nochmal ganz kurz machen. Moment mal. Und zwar so, so, so. Dass es mal so aufgeteilt ist, dass da halt wirklich auch nur das reinkommt, was ich haben möchte. Zack. Und dasselbe machen wir mit dem Weizen nochmal. Es hat einfach den Sinn, dass sich das dann auch gut stackt. Ihr versteht hoffentlich. So. Okay. Perfekt. So. Jetzt deckt sich oben das Weizen, unten die Seeds. Und es funktioniert so: Ich habe hier zwei Schalter. Der eine ist dafür zuständig, dass das Feld geflutet wird. Der andere ist dafür zuständig, dass die Glocke aktiviert wird. Und das habe ich im Stream gebaut. Und die Glocke war ehrlich eine ziemliche Qual, herauszufinden, was da am besten funktionieren würde, am lagfreisten ist. Und ich war auch einfach ziemlich dumm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also im Endeffekt sieht es einfach so aus, ich habe das hier auf der Seite höher gezogen. Ich weiß nicht, ob es jetzt hoch genug ist. Aber das Problem hatten wir beim ersten Mal, ist das geploppt. Also das auf der Seite hier, wenn die Dinger geerntet wurden durchs Wasser, dann ist das rausgefallen. Das sollte jetzt, glaube ich, nicht mehr passieren. Und dann fließt eben alles hier runter in die Hopper, wie wir es eben bisher schon hatten. Und der entscheidende Unterschied begibt sich dann hier drunter. Das kann ich jetzt aber gerade nicht zeigen, weil sonst müsste ich das Feld aufgraben. Was auf jeden Fall da drinnen ist, ist eine Hopper-Clock. Ich werde euch. Ne, ihr könnt es einfach googeln, eine Hopper-Clock. Das ist im Prinzip. Ich habe Redstone-Connections an die zwei Dropper geschalten, sodass die aktiviert werden. Und das geht dann hinein in ein Comparator. Und der Comparator ist aktiv, wenn in einem Hopper ein Item drinnen ist. Und das sind zwei Hopper, die ineinander Items geben. Und jedes Mal, wenn in dem einen das Item drinnen ist, dann geht der Comparator aktiv. Und wenn dann geht's rüber, und dann geht's wieder zurück, und dann geht. Also immer so, ja. Und das ist einfach ein invertiertes Signal dahinter auf den Hopper. Und das ist nur aktiv, wenn ich hier drauf drücke. Ihr könnt es mal hören. Ja, und das ist die ganze Magie. Das war's so ziemlich deswegen. Und jetzt ist halt wieder so der Moment, wo ich seriously keine Ahnung habe, was ich machen soll. Weil
Wie gesagt, ich will mein Haus eigentlich im Stream bauen. Besonders im 24er will ich wahrscheinlich viel davon bauen. Ich mache einen 24-Stunden-Stream bald. Es gibt noch keinen fixen Tag oder irgendwas. Das werde ich aber auf YouTube ankündigen, den 24er, damit ihr das alle mitbekommt. Mal schauen, wann er sein wird. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe ganz einfach wieder in den Nether. Und farm weiter, das was ich auch schon im Stream gemacht habe, Wither Skulls. Weil ab März darf man den Wither töten und ich will bis dahin einige haben, sodass ich mir sofort ein paar Full Beacons bauen kann. Und dann muss ich auch nochmal normal farmen gehen für das ganze Tierzeug. Aber das ist auch so eine Sache, die ich heute machen könnte. Und einen Wither Skull habe ich ja schon, den habe ich bei der ersten Tour bekommen damals. Da hatte ich noch nicht mein Looting Schwert. Mittlerweile habe ich ja Looting 3 und damit sollte ich ja einiges zusammenbekommen. Hoffe ich zumindest mal. Pack nur schnell die Fire Resi Pot an, sicher ist sicher. Und diesmal nehmen wir auch einen Minecart mit. Für die Fahrt, auch wenn das nicht ganz fertig gebaut ist, aber besser als gar nichts, ne? So, auf geht's. Wir fahren. Das ist so verdammt laut. RIP. Okay, zweiter Teil. Hey! Okay, zweiter Teil. Oh, die sind hier nicht mal aktiv. So, und da ist die Festung, in der wir waren. Und ich denke, hier werden wir auf einige Wither Skeletons treffen. Hi! Aua. Hat mir weh getan. LOL. Okay, ich habe anscheinend einfach echt kein Glück gerade oder was auch immer abgeht. Auf jeden Fall finde ich halt einfach null und es deprimiert mich voll, deswegen gehe ich wieder zurück. Ich habe keinen Bock mehr. Ich laufe aber jetzt den anderen Weg zurück und zwar den wir ursprünglich gefunden haben. Also sprich, ich laufe durch die ganzen Festungen, die wir erkundet haben und so weiter. Wegen zwei Dingen. Erstens, weil ich eventuell dann dort noch Wither-Skeletten finde. Und zweitens, weil ich Ghast jagen möchte. Denn Ghast-Rinnen sind verdammt wertvoll und man braucht die auch zur Reinkarnation des Enderdrachen. Und mir haben auch einige in die Kommentare geschrieben, dass Spark den Enderdrachen auch wieder beleben möchte und er dazu nur noch Ghast-Rinnen braucht und wir das auch gemeinsam machen sollten. Ich habe ihn noch nicht gefragt, aber wenn ich ein paar Ghast-Rinnen auf Tasche habe, dann ist es vielleicht ganz attraktiv für ihn. Eventuell machen wir da was, mal schauen. Aber was ist hier denn los? Hier hat jemand auf jeden Fall eine Menge Wither-Skeletten abgeschlachtet. Das könnte Zinus gewesen sein. Ich weiß zumindest, dass der halt auch welche gesucht hat, weil wir im Stream... Holy shit, was ist das hier? What the fuck? Was soll die Scheiße denn? Huch, was ist das für ein Portal? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Direkt an der Minecart-Bahn? Wurde das nochmal hingeführt? Habe ich das gebaut? Nee, das habe ich nicht gebaut. Wer hat das gebaut? LOL, hier ist das Mesa-Biom. Also das zweite? Oder was? Ernsthaft? Direkt an der Minecart-Bahn. Ach, LOL. So wusste ich nicht. Ich dachte, hä? LOL. Als ob. Und ich habe das so lange gesucht gehabt. Das ist aber direkt neben der Minecraft. Okay, whatsoever. Ich finde hier nichts mehr. Keinen einzigen Ghast gefunden. Ein paar Wither Skeleton Skulls haben wir immerhin gekriegt. Hey, verpiss dich, Kollege. So. Und ja, war nicht so produktiv, das Ganze. Aber egal, wir nehmen unser Entity-Punkt. Wie hieß es? Unser Entity-Punkt Minecart Rideable.name und fahren damit wieder nach Hause. So, wir schauen uns nochmal das Riesenrad an, würde ich sagen, weil das sieht echt schon richtig cool aus. Und da steht ein Schild mit Privat-Sinus. Also könnte es sein, dass der das gebaut hat, ich weiß es nicht. Es sieht, ich weiß nicht, nach was aussieht. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Aber ich kann nicht deuten, von wem es gebaut wurde. Wäre cool, wenn es auch noch fahren könnte. Aber das ist dann... Ah ja, Zinus hat es gebaut. Okay, cool. Und ich habe die Credits vorher Felix gegeben. Das war natürlich nicht so gut. Das sieht aber echt richtig krass aus. Vor allem, wie viel Glowstone da reingeflossen sein muss mit den ganzen Redstone-Lampen. Alle beleuchtet auch noch. Okay, das in der Mitte muss man halt noch zumachen, klar. Aber das sieht so cool aus. Also Props, Zinus. Props. Ich würde auch gerne mal sowas bauen, aber... In der Folge eher nicht so, ne? Hier entsteht das beste und größte und einzige Burger-Restaurant in ganz Craft Attack. Geht und Kümmel. Haha, okay. Alle bauen hier irgendwas. Das ist die Erweiterung vom Marktplatz wahrscheinlich hier, ne? Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht ein Brunnen? Oder das da hinten, ich weiß auch nicht.
Alter, what the fuck ist da passiert? Ach du Scheiße! Wann ist das passiert, bitte? Oh mein Gott! Da ist ja alles am Arsch. Also da ist ja alles am Arsch. Was steht hier? Büro des Bürgermeisters, Revinzeit, Termine und Absprache mit der Sekretärin Eve. Ja, so viel zu Büro. Okay, ich würde die Folge dann aber denke ich auch schon wieder beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann irgendwann wieder bei Craft Attack. Mich interessiert das echt, wer das Haus in die Luft gejagt hat. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.